Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu Valheim. Schön, dass ihr am Start seid. Mich hat es erstmal hier direkt im Wasser gespawnt. Glück gehabt, dass ich gerade aktiv war im Spiel, weil eigentlich starte ich immer das Spiel und dann gucke ich nochmal beim Aufnahmeprogramm, ob alles hinhaut. Aber diesmal war ich zum Glück drin und ich war hier einfach mitten im Wasser und musste einmal komplett hier ums Boot herum bis zur Leiter davon. Auch sehr nett. So, was sagt denn der Wind heute? Der Wind sagt wieder ganz andere Richtung. Würde ich sagen, wir drehen einfach mal. Oh, der Wind sagt die Richtung. Also nach hier oben. Das passt doch ganz gut. Da waren wir schließlich noch nicht. Oder hat er jetzt schon wieder gedreht? Na, so ein kleines bisschen, glaube ich. Jetzt ist er auf einmal wieder hier drüben. Ey, das gibt's doch nicht. Was ist hier los? Warum dreht er die ganze Zeit? Also wir müssen noch weiter nach dort. Nee, falsch rum. Was mache ich denn für einen Quatsch? Entschuldigung. Tja, dann geht's halt grob wieder hier rüber, aber vielleicht ein bisschen weiter oberhalb, als wir das letzte Mal waren. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Wir fahren jetzt voll in die Richtung, also ein kleines Stück weiter links würde ich ganz gerne noch. Nicht, dass wir jetzt wieder an derselben Stelle hängen bleiben. Ich hoffe nicht. Machen wir uns ungefähr auf den Weg hier, da haben wir genügend Wind, um auch ein bisschen voranzukommen. Aber jetzt müssen wir, ja, obwohl, der Nebel hat sich ein bisschen verzogen, aber ich glaube, da vorne kommt er gleich wieder. Das war ja alles hier Sumpf und Ebenen. Da habe ich wenig Bock drauf, wir können mal gucken, wissen wir schon, was da hinten war? Ich glaube schon, ne? Also, es geht hier auf, in den Nordwesten der Karte, in der Hoffnung, den Händler irgendwann zu finden. Bin völlig gelangweilt hier. Tut mir leid. Aber ohne den Händler gehe ich hier nicht mehr nach Hause. Das könnt ihr voll vergessen. Ich wollte eigentlich mal auf der Karte gucken, ob wir ihn nicht wirklich schon irgendwo gefunden haben. Das wäre es wirklich. Ich muss auch ein bisschen die Augen... Nee, wir müssen erstmal hier gucken. Da vorne kommen nämlich schon wieder kleine Inseln, da habe ich keinen Bock drauf. Und es wird wieder neblig, geil. Ja, wenn jetzt hier natürlich so eine kleine Insel mitten im Wasser kommt, hast du echt ein Problem. Wie willst du das sehen? Boah, man sieht ja gar nichts mehr. Muss man schon fast Nebelstoßleuchte anmachen am Boot. Ich hoffe einfach, wir krachen jetzt nicht direkt in irgendwas rein. Und ich hoffe sehr, der Nebel verschwindet wieder. Jetzt so eine Seeschlange kommt, wäre auch mies. Hast du gar keine Chance, vorher mal zu reagieren. Ah, ich mag das nicht. Bitte gib mir wieder freie Sicht. Wir sind halt auch so flink mit dem Langschiff. Gerade wenn alle Segel unten sind. Oder wenn das Segel ganz unten ist. Dann echt zu spät ist zu reagieren, wenn auf einmal was kommt. Aber ich habe auch keinen Bock, jetzt hier extra langsam zu fahren. Och, komm schon. Da hinten kommt auf jeden Fall irgendwas. Ich glaube, das ist wieder so eine Schildkröte. Sieht zumindest relativ klein aus. Ist halt auch, wenn das Segel komplett offen ist, man kann halt schwer nach vorne gucken. Muss immer so ein bisschen seitlich schauen. Jetzt ist halt das Segel komplett im Bild. Ist halt schwierig, dunklen Wald so zu entdecken, ne? Oh, da kommt was. Ich sehe es. Oh, das könnte dunkler Wald sein. Obwohl die Karte sagt Ebenen. Sieht mir aber nicht aus wie Ebenen. Boah, da haben wir jetzt aber Glück gehabt. Boot hat auch relativ schnell gebremst. So, jetzt müssen wir mal schauen. Hier rechts reinfahren will ich auf gar keinen Fall. Ja, dann sind wir zwischen den ganzen Steinen und kommen nie wieder raus. Eigentlich erstmal wieder ein Stück nach hinten. Wo hier ist hier flaches Gewässer? Na, einigermaßen, ne? Ich möchte das Boot halt nicht zu weit draußen stehen lassen, weil dann passiert wieder das, was immer passiert. Irgendwelche Viecher. Was?
Was? Okay, wir gehen erstmal an Festland. Was ist das? Du wirst gejagt. Komm schon raus aus dem Wasser. Was ist es denn? Man sieht halt auch einfach nichts. Hä? Bin ich doof? Das werden ja jetzt hier nicht die paar Krautzwerge sein. Was ist es bitte? Also im Wasser sehe ich nichts. Hab nämlich ein bisschen Angst, dass das Boot gerade zu weit draußen steht. Du wirst gejagt. Mitten einfach irgendwo. Bei einer Seeschlange kam das bisher auf jeden Fall nicht, da bin ich mir sicher. Ich glaube, es gibt noch so eine Kraken oder sowas, aber die werden doch nicht hier direkt an Land kommen. Ich dachte, es kommt weit draußen im Ozean. Und den würden wir ja wahrscheinlich auch sehen. Ich würde halt gerne wissen, was es ist. Wir können... Oh, nee, bevor ich hier wieder... Ah, Wölfe. Was hat denn der Wolf? Aua. Ey, ich bin im Wasser. Shit. Aber wo kommt denn der Wolf auf einmal her? Willst du mich verarschen? Zum Glück... Oh, wir müssen unbedingt die Lebensmittel. Die müssen ein bisschen pushen jetzt. Come on. Na, komm her. Dürfen wir uns nicht nochmal beißen lassen. Dann wird's echt knapp. Ja gut, jagen Wölfe passt ein bisschen. Passiert das jetzt einfach so? Ist hier mitten auf dem Meer Wölfe angeschwommen kommen? Die Jagd ist vorbei. Okay. Na, dann ist ja gut. So, ich würde ganz gerne mit dem Boot hier vorne hin. Weil hier drüben sind mir zu viele Steine. Ich möchte es aber auch nicht hier stehen lassen. Weil ich dann Angst habe, dass das... Naja, es ist flaches Gewässer, aber ob das reicht, am Ende ist das so ein Millimeter, der fehlt, dass wir das Zeug dann aufnehmen könnten. Das ist mir zu risikoreich. Ja, komisch. Ich dachte schon, hier kommt sonst was für ein Flussmonster. Vielleicht waren es wirklich Wölfe, also... Vielleicht waren es irgendwie mehr, aber... Das Spiel hat gerade ein bisschen gebuggt, weil wir auf dem Wasser sind. Ah, und ich backe mich hier natürlich gerade wieder bestimmt voll an den Stein ran. Aber wir haben zumindest dunklen Wald gefunden. Wollte gerade sagen, direkt am Anfang der Folge, aber es sind schon wieder 8 Minuten rum. So, ja, bleib stehen. Mach da nochmal einen kleinen Rums. Aber auch stehen bleiben, ne? Hallo. Jetzt nicht nach da vorne. Bleib hier. Danke. Perfekt, so können wir auch direkt nachher wieder los. Lebensmittel sind alle drin, Ausdauer haben wir, Eiktür an und Attacke. Wir laufen jetzt erstmal am Ufer lang und gucken uns dann das Innere der Insel an. Wir kümmern uns jetzt wirklich um nichts, wir sammeln keine Bären, wir töten keine Tiere oder Gegner. Wir rennen jetzt hier einfach nur wie blöd drauf rum. Oh, da drüben kommt wieder Sumpf. Also ist die Insel hier schon mal vorbei. Ich hoffe, die streckt sich noch ein bisschen. Eigentlich ist es halt auch egal, weil kann natürlich auch sein, dass der auf so einer kleinen Insel hier hockt, aber ich habe halt immer die Hoffnung, wenn es eine große Insel ist, haben wir mehr Chancen. Sagen, hier drüben ist gleich vorbei, ne? Wir gehen mal nochmal rüber. Hallo Hirsch. So, Nass ist auch gleich weg. Perfekt. Ja, hier ist Schluss, da drüben kommt Sumpfland. Auch wieder schön aus. Die Sonne hier so durchscheint. Wir müssen doch mal Glück haben. Kommt, jetzt drückt mal alle zu Hause die Daumen. Und zwar die Daumen nach oben. Und dann wird das auch was. Nee, ich weiß auch nicht. Aber wir können zumindest dann sagen, dass wir echt viel von der Karte schon aufgedeckt haben. Also klar, viel ist ja relativ, aber doch schon ein ganz schönes Stückchen. Wir sind weit rausgekommen.
Ein Hirschfleisch haben wir bekommen. Oh Gott, die Insel ist mini, ne? Ja, na super. Das war ja wirklich nur so ein richtig kleines Ding. Jetzt hat sich, naja, der Eiktür-Skill auch nicht wirklich gelohnt. Manu, war so motiviert gerade, hier über eine riesen Insel zu rennen. Und nu? Nu ist gar nichts. Na super. Können wir auch noch ein paar Disteln einsammeln. Aua, aua. Ach, Menno. Nee, das war wohl nix. Es dauert halt auch immer. Man muss das Boot ordentlich platzieren. Man muss erstmal runtergehen. Dann wird man von Wölfen gejagt. Ach, Mann. Und am Ende kommt hier gar nichts raus. So eine kleine Kack-Mini-Insel. Naja, was will man machen? So, Wind zeigt in die Richtung wieder. Ach, das ist aber auch... ein Quatsch mit dem Wind. Kann der nicht mal sich einen Tag für eine Richtung entscheiden? So, komm, volle Kraft voraus. Und dann ein bisschen nach links. Da vorne kommt wieder was. Aua. Hätte vielleicht nochmal reparieren sollen. Ich würde sagen, wir machen hier an der Insel vorbei und gehen dann ein bisschen nach rechts. Dann haben wir zumindest etwas Wind. Ich hoffe gerade einfach, das Boot hat nicht zu viel Schaden abgekriegt, weil wir jetzt wieder mitten in der Nacht hier lang schippern und auch noch am Sumpf vorbei. Da habe ich ein bisschen ein mulmiges Gefühl. Ja, wir müssen weiter links. Oh ne, jetzt sind wir gerade voll im Gegenwind. Ja, da drüben sind noch Gebirge. Sieht zumindest so aus, aber es kann halt trotzdem immer Ebenen sein hier. Ja, nee, da vorne geht's Festland schon los. Sind, glaube ich, Ebenen. So, haben wir doch zumindest ein bisschen Wind, aber ich glaube, hier vorne kommt gerade noch... oh Gott. Ja, hier kommt irgendwas ganz Kleines, Ekliges. Kommen wir hier durch? Ich hoffe. Drückt mal die Daumen, dass wir hier durchkommen. Nicht so nah dran vorbei, bitte. Naja, sieht gut aus. Was ist das hier? Komisch aus. Naja. Hauptsache, wir kommen hier irgendwie durch. Nicht, dass hier auf einmal komplett Ebenen dann vor uns kommen. Das wäre schlecht. 15 Minuten Eiktür können wir dann leider erst in der nächsten Folge wieder aktivieren. Hier drüben. Es ist aber, es gibt auch kein gutes Wetter im Spiel, ne? Es ist immer irgendwie so krass neblig und dunkel und eklig, dass man einfach keine Chance hat, mal ein bisschen zu gucken, ob irgendwo eine coole Insel kommt. Ich würde sagen, wir halten uns jetzt erstmal hier ein bisschen am Sumpf. Einerseits nutzen wir den Wind dann mehr, andererseits müssen wir dann nicht so nah an den Ebenen vorbei. Das sieht halt aus, wo hier drüben... ach komm, wir machen nochmal kurz einen Schlenker hier rüber. Das sieht mir da hinten gerade wie normale Bäume aus. Vielleicht haben wir doch dunklen Wald dort. Hier rechts kommt auf jeden Fall nur Sumpf. Oder sind das... da ist Sumpf. Das hier vorne sind die Bäume von Ebenen, ne? Ja. Na gut, Kommando zurück. Da hinten kommt überall noch Festland. Ich würde sagen, wir machen mal hier lang. Och komm, gerade war der Wind doch noch einigermaßen für uns. So? Ja, so wird's was. Auf jeden Fall, dort kommt noch eine Insel und hier vorne geht's auch weiter. Vielleicht haben wir ja Glück, dass da irgendwo noch ein bisschen dunkler Wald kommt. Weil hier drüben sieht's auf jeden Fall nur nach Sumpf aus.
Aber ich finde das auf jeden Fall ganz gut gemacht, dass die Bäume halt so unterschiedlich sind, dass man wenigstens sich an den Bäumen orientieren kann. Also gerade Sumpf erkennst du von Weitem halt wirklich sehr, sehr gut. Wäre halt mies, wenn man es halt nicht sieht, wenn die Bäume ähnlich aussehen und man müsste jedes Mal erst hinfahren. So weiß ich wenigstens von Weitem, alles klar, hier kommt Sumpf, das kann es nicht sein. Also eigentlich sah es gerade so aus, als würde da hinten noch die Insel kommen. Langweilig. Es tut mir leid, aber wir müssen den Typen finden. Es geht nicht anders. Ich möchte nicht mehr ohne ihn gefunden zu haben nach Hause zurück. Das habe ich mir jetzt fest in den Kopf gesetzt. Ich meine, klar, wenn es sich jetzt noch 20 Folgen zieht, dann möchte ich euch das irgendwann auch nicht mehr antun. Prinzipiell finde ich es cool, auch so mit dem Entdecken. Aber wenn es dann halt folgenweise oder viele Folgen hintereinander wirklich nur auf dem Boot ist, wird es dann auch ein bisschen langweilig. So, das ist alles Sumpf. Warum gibt es denn hier so viel Sumpf? Ich glaube, da hinten kommt noch was. Ja, natürlich auch fies, wenn das alles Inseln sind, wo am Ufer Sumpf ist und in der Mitte ist dunkler Wald. Dann finden wir es natürlich auch nicht. Habe ich so noch gar nicht bedacht. Er ist bestimmt auf so einer Insel. Das ist alles nur von außen Fassade, alles Sumpfland und dann 3 Meter im Inneren kommt dunkler Wald. So wird das... Okay, nee, das ist auf jeden Fall hier alles Sumpf. Gut. Dann können wir wieder abdrehen. Gucken mal, ob da vorne noch irgendwas Schöneres kommt. Wir haben bisher echt Glück, was die Seeschlange angeht. Also da hatte ich ja mega Pech hier oben. Wir hatten ja zuerst die Seeschlange hier und dann wollte ich das Ganze ja außenrum befahren und dann hatten wir die hier nochmal. Da muss ich ja wirklich richtig dolle Pech gehabt haben, dass ich 2 Seeschlangen hintereinander abkriege. Vor allem beim zweiten Mal mit schlechterer Ausrüstung, weil wir die Ausrüstung vom ersten Tod noch nicht mal wiedergeholt hatten. Und dafür, dass wir jetzt hier schon echt viel rumgefahren sind, wurden wir bisher doch ganz gut in Ruhe gelassen. Ich meine, ich freue mich drauf. Ich bin halt echt gespannt, ob wir das so mit Bogen und Pfeilen und alles ganz gut hinkriegen werden. Aber mich würde es doch stark enttäuschen, wenn nicht. So, hier kommen Nebellander. Angeblich. Wind hat wieder komplett gedreht. Das ist jetzt, müssten wir wieder komplett zurück. Ach Mann. Nee. Nee, ich hab gedreht. Ach so, ja, natürlich habe ich gedreht. Weil wir ja hier überall Sumpfland haben, aber wir kommen halt auch nicht anders raus. Hier ist überall Sumpf. Wir sehen zwar jetzt auf der Karte nicht so gut. Hier steht dunkler Wald. Willst du mich verarschen, Spiel? Ebenen? Nee, das kann nicht stimmen. Da sind wir gerade lang. Da war kein dunkler Wald. Ich glaube, wir müssen wieder paddeln. So wie es aussieht, kommen jetzt hier vorne auch noch Bäume, wenn man es richtig deuten kann. Da sind wir wirklich einmal komplett im Kreis gefahren. Das wäre natürlich äußerst ärgerlich. Drückt mal die Daumen. Gut, wir sind eben Kreis gefahren. Was macht man? Wir kommen hier irgendwie nicht weiter hoch, weil hier alles Sumpf ist. Das wird hier anscheinend so eine riesen Insel sein, die auch hier drüben lang geht. Auf jeden Fall Festland vor uns. Ach schön. Jetzt habe ich zumindest gesehen, es ist Sumpf. Geil, jetzt wird es richtig stürmisch. Ich hoffe nicht, dass das Wetter auch irgendwas mit Monstern zu tun hat. Dass irgendwie bei so krassen Unwetter lieber die Seeschlangen rauskommen, weil das Spiel dir halt sagen will, ey, mach dich halt nicht aufs Wasser, wenn hier so ein Wetter ist. So, und dann treiben wir einfach mal wieder in die Richtung. Wo ich halt glaube, dass hier... Na genau, wir drehen uns im Kreis die ganze Zeit. Und hier ist überall Sumpf. Da
Und das da drüben sah kurz nach normalen Bäumen aus. Wir hätten etwas näher am Sumpf vorbeigehen sollen. Dann hätten wir das auch besser auf der Karte markiert, weil so sehe ich jetzt nicht genau, wo war was. Ist die Frage. Wollen wir hier mal anhalten, aber es steht wieder Nebellande da und von Nebellande weiß ich noch gar nichts. Vielleicht sind wir dafür wirklich viel zu schlecht. So, aber wir drehen uns auf jeden Fall im Kreis. Das macht keinen Sinn. Wir müssen jetzt einmal zurück. Machen wir uns jetzt natürlich wieder voll an den Gegenwind und wir müssen irgendwie hier unten wieder raus. Wäre halt schön, wir haben eigentlich Tag, beziehungsweise morgen. Wir haben ja gerade die Meldung, dass wir Tag 400 irgendwas haben. Wenn es auch mal wieder ein bisschen heller werden würde. So, also wir müssen gucken, dass wir hier gerade irgendwie wieder rauskommen. Wir machen erstmal Schluss an der Stelle. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sind nicht weit gekommen. Eine Mini-Insel haben wir geschafft zu erkunden. Mal gucken, wie es nächste Folge läuft. Ich danke euch. Bis morgen. Macht's gut.